you doing? Und das erklärt. Das Größenbild ist super. Schön. Was? Ich bin happy. Einwandfrei. Meine Stirn transpiriert wieder so wie von einem Schwein. Ich lach. Vielleicht muss ich die Kamera ein bisschen runter machen. Das kann auch sein. Kinders. Verzeihung, ich wollte nicht stören. Ihr habt so einen Lärm vorhanden. Das Paar angreifen. Wind. Smash. Yo. Hey, da hängt gar nichts. Ich fühle mich ein wenig eingekesselt. Hat die an dem rumge... 59 Liter? Holy shit. Holy shit. Ist eine Ogerfrau, ne? Beharrlich. Scheitert einer... Sehen wir eigentlich irgendwo, wie viel die laufen kann? Typ Riese. Finde ich gut. Finde ich gar nicht gut. Was ist das? 12 einfach so ohne Rüstung. Nee, gell. Was eine perfekte Scheiße. Hoppala. Wir probieren es mal. Schaden steigt um 1W6. Man sieht aber nirgends, wie weit die laufen können, oder? Eher weniger. Weil dann würde ich wirklich versuchen. A better position. Ja, die Lümmel von hier draußen irgendwie umzuknacken. Das ist die Frage, ne? Wie schaut's mit dir aus, mein Guter? Du bist ja klein und gerippt, Alter. Kuckuck. Du bist halt wieder ein Grottenschrat. Du warst letztes Mal schon, ich glaub. Also ein Grottenschrat allgemein. Ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll. So, lass mal kurz gucken. Durchbohrender Schlag, ne. Zack, zack, zack. Sie haben ja auch einen Schenkelschuss. 75%, 65%. Ich hätte ganz Bock darauf, dass sie sich nicht so stark bewegen kann. Da hätte ich richtig Böcke drauf. Lahmgelegt. Sehr geil. Heißt auf gut Deutsch, sie bewegt sich 2 Züge um 50% weniger. Wird durch Heilen entfernt. Ich hoffe, die können nicht heilen. Ich hoffe es einfach mal so. Na, bleib mal hier draußen stehen. Still breathing, despite everything. So, jetzt ist die Frage. Ich würde wahrscheinlich eine Dolchwolke in die beiden reinstellen. Wird sie ja nicht so viel... Wenn ich das Ganze so mache, dann wird sie noch gehittet. Und vielleicht kann die nicht so weit laufen. Das wäre ideal. Und dann kann ich halt nicht mehr zaubern. Der Kruko ist halt so das eigentliche Problem, finde ich. Also sie kann sich jetzt 2 Züge lang nicht so hart bewegen. Ich hoffe einfach, dass meine Nahkämpfer das machen. Ne? 11 Damage und 13 Damage? Ne, das war der andere doch. Okay, Ich wollte gerade sagen. Mein Freund, ich brauche Heiltränke. Ich brauche wahnsinnig viele Heiltränke. Ich habe noch eine Bonusaktion, das bringt aber nur... Was ist das denn? Sprechen mit Tieren, Heiltrank. Ja, ist okay. Ich kann mir mehr rein hinballern. Das ist ja angenehm. Ich glaube, das mache ich sogar. Komm mal so. Ja, perfekt. Drei rein ist ganz angenehm, glaube ich. Haben wir sonst nichts? Ja. Halt ich mal. Sehr gut. Und dann bloß hier raus. Time to press ahead. Ich meine, vielleicht hittet es sogar noch. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen.
Ihn hat, hätte das auf jeden Fall. Und er spurtet. Heißt, er ist instant death, wenn er bei uns ist. Das ist ja sehr, sehr angenehm. So. Wieso hättest du nur zu 50%? Wait a mal. Kann auch Wasser erschaffen, damit sie nicht. Weiß ich, kann die durch Wasser laufen? Das sind eine Minute lang drei illusionäre Duplikate von dir um dich. Die Gegner ablenken und deine Rüstungsklasse um 3 erhöhen. Ach so. So. Es wäre ganz geil, wenn. Was ist das schon denn der Hieb? Macht denn Hieb möglicherweise benommen? Es kann keine Reaktion ausführen, dich ist dann einfacher zu treffen. Du hast ja nur noch 5 Leben, mein Freund. Segne des Zauberplatz 1, das ist uncool. Ich muss versuchen, ihn umzukloppen, das ist eh klar. Lenkt deinen Gegner mit einer Illusion ab, einen Abstand von bis zu 3 Meter von Angriff. Was? Lenke deine Gegner mit einer Illusion ab. Ein Abstand von bis zu 3 Meter von der Illusion sind deine Angriffswürfe und deine Vorbildenden ein Vorteil. Wenn ich das jetzt machen würde, könnte ich hier überall eine Illusion hinballern und darum. Ich mach's mal. Würde mich interessieren. Mich würde es einfach nur interessieren. Und das mache ich jetzt übrigens auch auf sie. Weil sie vermutlich diejenige sein wird, die ihmchen hier in Schach halten will. Soll. Also erstmal läuft sie da hin und klopft auf sie drauf. Ach so, das Ding ist jetzt wieder weg. Ach, ich dürfte gar nichts machen. Ich dürfte keinen anderen Zauber sprechen. Okay. Ich lerne ja auch nicht aus, okay? Ich lerne ja auch nicht aus. So. 50%. Nee. Guck mal, der Erde. So, meine Gute. Knaufschlag ist ja eine Bonusaktion. Das können wir machen, wenn du nicht hitten solltest mit 60%. Das wäre aber sehr, sehr traurig, natürlich. Ne? Kannst du? Ich krieg die Kratze mit dir, ne? 1 bis 4. Scheiße. Nein! Na ja, komm, mach mal. Vielleicht tut er uns jetzt nicht so sehr. Läuft nochmal durch. Die Wolke war schon Premium, würde ich fast sagen, ne? Die Wolke war schon fast Premium, würde ich sagen. Mit einem Nachteil. Also, was ist jetzt schon wieder. Ich bin zu nah. Ah, hier. Okay. Kann auch nicht beißen, weil. Du bist aber immer noch lahmgelegt. Also, du kannst nicht so weit laufen. Sprich, ich kann eigentlich hier hinter. Step quick. Und es geht. Geht sogar. Aber er hat ja eh nur ein. Komm, hau einfach drauf. Danke. Dann kannst du ihn vielleicht sogar looten. Zack. Sehr schön. Schönes Ding, Harry. Schönes Ding. Ich sag ja, die Dings war halt komplett busted, ne? Bin halt nicht so dumm, wie ich ausschaue. Aber immer noch. Das muss ich immer noch gucken, wie ich das hinbekomme. 65%. Hau einfach die Olle weg. Sehr schön. Einfach beim Vögeln gestört und jetzt auseinanderreißen. Was? Es ist eigentlich okay. Das macht man eh nicht. Ja, stell dich mal darüber. Kannst auch nochmal reinzaubern. Nein, will ich nicht. Habe ich eh nicht Ring. Und. Was? Zieht auf mich unbelebt sein? Doch, zieht. Verstehe ich bei ihrem Spell immer irgendwas nicht? Macht ihr 1 bis 8? Es geht auf Geschicklichkeitsrettungswurf. Wenn sie den bestehen. Oder was? Oder wie wird das gerechnet? Wenn sie den bestehen, weichen die aus, oder was? Quasi.
So nach dem Motto. Ich bräuchte hier einfach 20 so Dinge. Ja, passt. Victory awaits, meinst du? Die kann immer noch nicht weit laufen. Ich hoffe, ich stelle mich da hin und. Oh, komm. Schieß rein. Wir können die Holztür auch abschießen, das finde ich gut. Willst du vielleicht nochmal durch meine Klingenbarriere überlaufen, wie es heißt? Ah. Blut, hier ist es so. Au. Bist du durch meine Klingenbarriere? Du Stück Scheiße. Schon was? Hab ich nicht. Schon was? Ah, schön. Schön. Mag ich. Der rammelnde Troll. Ah, finde ich gut. Hallöchen. Kann ich da durchlaufen? Sunset can't come quickly enough. Achso, aber ich kann währenddessen noch zaubern. Ich verstehe es nicht. So, was haben wir denn hier drin? Ah, wie Azut und andere Götter. Ja. Müssen wir uns alles noch angucken. Schweinelände. Oh. Die hatte einfach alles dabei, was man für einen guten Abend braucht. Ne? Holy shit. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astarion? Voldemort war da auch dabei. No sweethearts, no. I prefer them savory. This is what I get for trying to strike up conversation. Okay. Alles klar. Exil der Wachsamkeit. Trinke dies, um einen Bonus von plus 5 auf Initiative zu halten. Außerdem kannst du nicht überrascht werden. Ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Alles klar, ich verstehe. Hält wie lang? I don't know. Trink dies, um größer zu werden. Waffen bewirkt zusätzlich und du bist beim Stärkewurf und Rettungswurf im Vorteil. Ah, das freut mich. Ist eher was für sie dann. So, und jetzt Blut hier. Da ist doch Geld dabei. Ich bin massiv verwirrt. Das reicht durch Boings Auge. Er ist Boing. Kann man mit den Büchern überhaupt irgendwas machen? Kann ich gerade nicht nutzen? Man kann sie lesen, das ist mir schon klar. Aber. Ich meine, wir alle wissen, dass ihr nicht wollt, dass ich lese. Du hast eine mit 15. Du brauchst wahrscheinlich leichte Rüstung, das ist mir schon klar. Und du hast eine mittlere Rüstung mit 14, das passt schon. Alter. So Hölle. Astarion hat sich schon mal richtig schön bequem gemacht. Ach, mag ich. So, Zeug. Mag ich. Jetzt müssten wir eigentlich fast nochmal rasten. Ne? Jetzt ist die Frage, ich bekomme meines bei kurzer Rast wieder. Okay. Wie schaut's bei dir aus? Aufladen einmal pro langer Rast. Lange Rast. Ach, das ist ja kacke. Flackets will be done. Du bekommst bei der kurzen Rast es wieder. Keep your distance, darling. Und darling. Und pro lange Rast. Aber das mit Blut leer, das finde ich jetzt nicht so geil. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Da bin ich jetzt nicht so happy drüber. Nein! Something the matter. Nein! Ich gehe wieder. Tschüss. Come on, give up now. Sollten wir uns heilen? Ich speiere mal kurz. Zack. Zack. So. Press ahead. Ja, press ahead. Ich weiß nicht, wo ahead ist, aber press mal. Wie zu schwer zu werfen. Kannst du ihn werfen? Not reaction. Loser Felsen. Nimmst du den jetzt und schmeißt ihn in der Gegend rum, oder? Tatsache. Still breathing. Despite everything. Undurch plus eins. Ich bin wahnsinnig verwirrt. A beast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough leathery meat. Der ist wunderschön. Das Ding ist natürlich, wir haben es da hinten im Baden.
Wir machen einen Schurkenbaden draus, ne? Das ist hoffentlich bekannt. Ja. So, Fingerfertigkeit. Vorsicht am Dolch wackeln, bis es sich löst. Stärke nachforschen. Nachforschen ist natürlich eine Sache, die... Minus 1 auf Blut leer. Ja, das finde ich halt gar nicht geil, ne? Aber Fingerfertigkeit, wir sind halt eigentlich schon... Wir sind ja... Warum hat ein Hexenmeister auch Fingerfertigkeit? Handschuhe der Macht. Wieso habe ich die an? Ah. Wir brauchen eine 15. Haben wir noch einen Bonus for free? Ja, das ist nämlich eine ganz normale... Haben wir das nicht eh schon drauf bei uns? Wir nehmen das mit. Passt schon. Zack. Ja, komm. Ja, wir kriegen jetzt mindestens 1, 3... Das sieht sich raus. Wir kriegen auf jeden Fall plus 5. Da steht sogar hier unten, ich bin da doof. Ja, komm, eine 10 schaffen wir. Scheiße. Also ich hätte den Dolch schon ganz gern, ne? Was passiert, wenn wir jetzt auch weitermachen? Geht der Dolch dann kaputt? Verbrenne ich mir die Finger? Strained by your clumsy technique, the blade snaps in two. Och nö. Hab ich gespeichert. Ich möchte gucken, was es ist. Lasst mich in Ruhe. Na? Ich möchte gucken, was es für ein... Es ist ein Dolch plus 1. Ne? Und der hat eine ganz eigene Cutscene. Ich möchte gucken, was das für ein Dolch ist. Man könnte sagen, ich abuse es vielleicht, aber hey... Nur ein bisschen, okay? Aber nicht so viel. Nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Tjak, 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 tjak. Aber wisst ihr was? Ist mir egal. Ah, schön. Hallo, Ibims. Schmeliger. Ich gehe raus. Ich möchte nichts vom Schlafen, danke. Mehr Wermut. Ja, mehr Wermut. Speichern wir hier nochmal. Komm, zack. Ja, und ich mache immer neue Spielstände, weil ich paranoid bin bis zum Gehtnicht. So, Grillflash. Dann untersuchen wir ihn mal. Protruding from the tough, leathery meat. Fun Fact. Nachforschen. Richtig, das machen wir jetzt nämlich. Und dann haben wir hier oben keine 15 mehr zu würfeln. Und hier brauchen wir auch nicht so einen hohen. Fuck! Was? Ja, shit. Und kann ich will nicht nochmal neu laden. Ja? Scheiße. Ich schneide es einfach raus. Ich will nur wissen, was das für ein fucking Dolch ist. Also ist es so, dass ich... Aber macht das Sinn? Dass ich für alle Fähigkeitswürfe denselben Wert brauche bei einem Gegenstand? Also bei einer Entscheidung? Ja, oder? Eigentlich nicht. Also meiner Meinung nach macht das keinen Sinn. Ha. Also ich hätte eigentlich gemeint, dass ich durch... Das untersuchen. Ich hab's Feuer ausgemacht. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough leathery meat. Wenn ich jetzt ihm nehmen würde. Na, schau mir das Ding wieder an. Kann ich gerade nicht verarschen? Ei, komm. Wir machen es jetzt ganz safe, okay? So wie wir es eigentlich hätte am Anfang machen können. Sollen, tun. Na? Wir machen eine 6 plus 14. Gib ihm. Würfel 1. Bitte was? Gar kein Problem.
Wir haben eine 1 gewürfelt. Also, selbst wenn man eine 1 würfelt, also wenn man eine 1 würfelt, bekommt man keine Boni dazu, weil es ein kritischer Fehlschlag ist, oder was? Wie dumm ist das denn? Das heißt, wie dumm, aber what the fuck? Das wusste ich gar nicht. Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. Als hätte ich es mir erglitscht. Das Grinsen. Oh Gott. Lass. Ja, plus eins. Lass mich mal gucken hier. Ich meine, im Endeffekt, natürlich, wir haben den Dolch, aber eigentlich sollte er den Dolch bekommen, ne? Wo ist er? Ah, Inventar aufräumen. Es ist. Ich wollte es eigentlich. 4 plus 7. Lass mich schauen. Du kriegst ihn wahrscheinlich mal gut, ne? Muss ich so machen, ne? Genau. 5 bis 8 ist okay. Stichschaden, klar. Jetzt muss ich eine blöde Frage stellen. Das plus 1, heißt das generell einfach, dass ich hinten einfach plus, also plus 1 einfach drauf bekomme auf ein Damage? Deswegen ist es ein normal verzauberter plus 1 ohne Extrig-Sachen oder sowas? Kann ich das so verstehen? Also deswegen macht man normaler plus 3 und er macht jetzt plus 4. Kann ich das so interpretieren? Vermutlich, ne? Kann ja auch zwei Handy. Du nutzt automatisch eine Bonusaktion, um einen Zweithandangriff auszuführen, sofern du zwei Waffen führst und diese Option nicht deaktiviert hast. Ist das so? Aber man sollte immer mit der Haupthand angreifen erstmal, oder? Haupthand, glaube ich, immer stärkere Waffe, weil höhere Wahrscheinlichkeit. Dann kämpft er einfach zweihändig. Ist vollkommen legitim. Bin ich dabei. Und ich hätte immer noch gerne irgendeinen Stab oder sowas. I don't know. Aber Mädel, du brauchst. Was? Moment. Es ist die Frage, sollen wir sie auch zweihändig machen? An die, sie hatten zwei Hände. Oh, ich bin dumm. Ja. Moment, du bist nicht unser Hauptcharakter. So, jetzt, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Moment. Ich wollte eigentlich. Ich bin hier. Es ist halt wirklich das Dorf, was dann hier hintergeht. Ne? Wir könnten auch. Ne, können wir nicht, ne? Über die Hütte, hier hinten ging es nicht weiter. Da muss ich quasi hier irgendwo rum. Oder hier lang. Das kann auch sein. Dann gehe ich wieder zurück ins Dorf. Beziehungsweise. Ah, wo bin ich? If not over, nicht einfach reinlaufen, bitte. Können wir hier noch irgendwas gucken? Wieso wird gespeichert? Such a grim name for such a beautiful flower. Could you not stare so blatantly in my neck when you say that, please? Oh, but do keep calling her flower. She'll love that. Okay, ich müsste aber auf jeden Fall mal rasten. Würde mich einfach nur mal kurz interessieren. Lange Rast. Können wir das eigentlich? Du hast genügend lange Vorräte, um bei langer Rast Trefferpunkte und Zauberwürze wiederherzustellen. Ja, würde ich gerne machen, danke. Macht das den Unterschied, ob ich jetzt einfach mitten auf dem Weg raste? Warum habt ihr so Ausrufezeichen über euch? Ist es quasi hier? Ich rede mal mit dem, wenn die Ausrufezeichen übertragen ist. Okay. Hi. Tiring business, isn't it? Nein. All this traveling and adventuring. Meinst du? Why don't we take a little break? Nö. Allow ourselves a few moments of rest. Gives me a chance to talk to you about something. Well. Was Wichtiges? Rather important. Auf jeden Fall, mein Freund. Etwas Wichtiges, also schön sprecht. Was auch ist, fasst euch kurz. Unseresgleichen ist keine Rast für Gott, gell? Na komm, ich sag mit unseren Spießgesellen, da reden wir nochmal. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffuse the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. Oh. Oh.
The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Oh. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Schwulsein ist nicht tödlich, mein Freund. Keine Sorge. Auch egal, was das Christentum und die Kirche eingebläut hat. Schwulsein ist, also Homosexualität ist keine Krankheit. Ihr gottesgläubigen, komischen Menschen da draußen, ne? Holy shit, was ist los mit euch? Was für ein Zustand, mein Freund? The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with. Though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. LOL! Eure Krankheit führt dazu, dass ihr rohe Magie verschlingen müsst. Darüber will ich mehr erfahren. Da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Löst es sich sonst auf, oder was? Oder... Der Lümmel ist sowas wie ein Gestaltwandler, kann man das so sagen, keine Ahnung. Und braucht Magie, um seine andere Gestalt in sich zu halten. Ist, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ja, auch ganz cool. Da. Welche Art von Gegenstand sprechen wir? Würde das den Gegenstand nicht ruinieren? Was geschieht, wenn ihr keine Artefakte konsumiert? Das. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Warum nicht? Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, and before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. Lol, hier. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Ja, mir schleierhaft, warum ihr dabei meine Hilfe braucht. Ihr seid doch auch bisher ohne mich zurückgekommen. Na, das ist so eine Sache. Wo werden wir die Artefakte finden, die ihr sucht? Ich meine, ich brauche ihn nicht. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. Und zupft sich. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved. Assi. Or great cost. Ihr wollt also mein Leben für euch riskieren? Nee, ist okay. Wenn ich mächtige magische Gegenstände halte, weiß ich nicht, ob sie euch nicht vorziehen werde. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass mit dieser sinnbefreiten Artefaktsuche einerlei ist. Ich möchte gerne wissen, was ich ihm gebe. Valid question. If not out of the simple goodness of your heart, then perhaps your own self-interest might be sufficient motivation. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. It'd be far harder for me to assist you if I could barely stand upright. Please, trust me. Your help could be the difference between life and death. Für dich, ja. Du spürst Geheimhaltung und Gefahr. Die Larve nutzt... Nein, ich möchte das nicht. Nein, es ist ungerecht von euch, blindes Vertrauen zu verlangen. Ich habe bereits mächtige Gegenstände besitzt. Nehmt, was ihr braucht. Ich möchte wissen, was. Na gut. Wir helfen dir. Das schon, trust in you was not misplaced. Aber was? I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We have such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Ja, was denn? I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Ja, aber. Ich wollte es eigentlich... Sagt euren Zustand, warum fordert er Magie? Was haltet ihr davon, dass wir ein Papierlager haben? Kommt doch mit mir, das Abenteuer ruft. Das Abenteuerland. Your enterprising approach to my problem is most encouraging.
but it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. Aber was meint er mit too much longer? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. True. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Hat er vielleicht auch einen Pakt mit einem Dämon geschlossen für seine Kräfte oder so ein Schmarrn? Ich will nicht mit dir reden.